Sport1 wird präsentiert von der Mobiliar, Karl Erb AG, Hasler Profi-Center und einem starken Wirtschaftsteam aus der Region Winterthur. Das ist das letzte Sportdate im Jahr 2020. Sportdate, das ist die Sendung, die den Sport auf die Wirtschaft trifft. Heute miteinander und herzlich willkommen hier aus dem Wien 4 in Winterthur. Normalerweise haben wir da innen ja über 200 Gäste. Jetzt sind wir sozusagen allein, aber wir haben wieder zwei wunderbare Persönlichkeiten, die mit mir über Gleiches und Gegensätze von Sport und Wirtschaft diskutieren. Sie ist Weltmeisterin im Sportklettern und bereits qualifiziert für Tokio. Und er ist ebenfalls ein absoluter Gipfelstürmer in seiner Branche, in der Apothekerbranche. Und hat aus dem Nichts raus die grösste Online-Apotheke von Europa kreiert. Wir begrüßen ganz herzlich Petra Klinger und Walter Oberhänsli. Herzlich willkommen. Petra, man hat ja Schlagzeilen gelesen, die uns ein bisschen Angst gemacht haben vor dir. Du warst an der EM in Moskau, hast nach einer Schulterverletzung gehabt, nachher warst du mit einer Nierenentzündung im Spital. Wie geht es dir? Mir geht es mittlerweile wieder sehr gut. Ich habe auch wieder meine ersten Kletterversuche gestartet, letzte Woche. Und es war sehr gut. Also es hat gut getan, wieder an der Kletterwand zu sein. Und die Schultern hat gut bewegt, also schmerzfrei gewesen eigentlich. Und auch von der Nieren her, muss ich sagen, bin ich wieder gut in Form. Topfit, wunderbar. Schön bist du da. Wir haben ein bisschen zittert. Walter Oberhänsli, so Klettern, Sport, ist das etwas für dich? Oder sagst du, oh nein, ja nicht, ich könnte mich jagen mit so etwas? Also ich gestehe es jetzt, ich bin nicht sehr sportlich. Aber ich habe eine grosse Hochachtung, insbesondere vor dem Gipfelstürmen natürlich. Weil das hat ja in dem Sinn schon ein schönes Bild. Ich meine, wenn man so etwas will angehen, wie ich das gemacht habe, muss man ja irgendwo wählen, an den Gipfel kommen. Und das versuche ich jeden Tag. Insofern, ja, sehr spannend. Auch sportlich unterwegs in dem Sinn. Du hast im 93 die Zur Rose Apotheke quasi gegründet. Jetzt haben wir in der Zwischenzeit 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 1,6 Milliarden Umsatz, 10 Millionen aktive Kunden. Ihr seid in der Schweiz, Deutschland, Spanien, Holland und in Frankreich unterwegs. Wie geht man so etwas an? Setzt man sich da Zwischenziele oder sagt man, wir wollen mal so gross werden? Wie sind ihr das angegangen damals in Steckborn? Fairerweise muss ich sagen, als wir hier 1993 angefangen haben, war es natürlich nicht das Ziel, die grösste Online-Apotheke in Europa zu werden. In dem Sinne hat es zuerst einmal ein anderes Etappenziel gegeben. Und so hat sich ein Etappenziel nach dem anderen aneinandergereiht. Und irgendwann ist klar geworden, dass das Ziel, das wir jetzt verfolgen, plausibel ist. Aber vor dem Ziel oder nach dem Ziel ist vor dem Ziel. Und von dort her gibt es bereits wieder ein neues Ziel. Also eben immer wieder Ziel setzen, neue Punkte setzen. Ja. Petra, bei dir ist so, ich habe gelesen, du bist mit 9 Monaten, hat deine Mutter gesagt, bist du schon Stühle aufgeklettert, hast noch nicht können laufen. Das Klettern überall, bist, auch wenn, jemand, wenn man dich gesucht hat, hat man dich auf einem Baum müssen suchen. Kannst du das erklären, was das für ein Drang war oder ist? Ist noch schwierig zu erklären, aber ja, ich mag mich wirklich auch erinnern, dass schon als Kind immer gerne oder es faszinierend gefunden habe, noch einmal aufzuklettern, die Herausforderung zu haben, irgendwie in die Höhe aufzugehen. Und das ist dann auch geblieben bis jetzt. Also auch jetzt, wenn ich vor einer Wand stehe, ist das eine Herausforderung. Sag jetzt mal, wir reden auch von einem Problem, das wir lösen. Also so eine Kletterwand ist ein Problem und da sucht man seinen persönlich optimalen Weg, um dort aufzukommen. Und ich glaube, die Bewegungen und das die Höhe nachher auch und eben so das Ziel vor Augen zu haben, das ist das, was mich fasziniert hat, wahrscheinlich auch schon als Kind. Eben, du bist zufällig an eine Schweizer Meisterschaft angeraten, hast noch mitgemacht und bist gerade Schweizer Meisterin geworden. Ja, also meine Eltern haben mich mit in die Halle genommen und dann hat es dort halt noch einen Wettkampf gehabt und haben wir mal mitgemacht, mein Bruder und ich. Und bin dann einfach zu oberst auf dem Treppchen gelandet und wir haben eigentlich erst im Nachhinein erfahren, dass das die Schweizer Meisterschaften gewesen sind. für mich natürlich sicher ein wichtiger Punkt gewesen, weil wer gewinnt schon nicht gern. Also, gleich mag ich mich noch gut erinnern,
bin ich die Finalroute nicht hochgekommen und das hat mich gewurmt. Also ich habe die Route, ich bin am nächsten Tag wieder in die Halle zurückgegangen und habe die, also die Route nochmal geklettert und zwar bis zur obersten Stufe. Weil das war eigentlich das Ziel gewesen für mich und nicht zu gewinnen. Eben, da kommen wir dann später noch drauf, oder? Der Weg ist das Ziel und nicht nur immer die Punkte gesehen oder die Medaillen. Mhm. Was ist denn die Faszination am Sportklettern? Dem sind wir auf die Spur gegangen und zwar sind wir ins Training vom SAC Regionalzentrum in Greifensee schauen. Vorausdenken ist ein sehr wichtiger Aspekt beim Sportklettern. Weil schon nur, wenn man eine Route klettern möchte, dann schaut man die von unten zuerst einmal ein bisschen an. Und schaut vielleicht, wo könnte schwierige Stellen drin haben und tut sich schon mal so ein bisschen einen Plan zurechtlegen. Ich finde Sportklettern cool, weil du so viele vielfältige Bewegungen hast und immer etwas anderes ist. Also keine Route oder kein Boulder ist genau gleich wie der vorher. Wenn man hier oben ist, ist man so in der Höhe und ich finde es immer mega cool, wenn ich dann hier oben bin. Ich kann halt so verschiedene Routen klettern und mir wird es halt immer besser, weil man auch viel übt. Kraft ist ein von vielen Aspekten im Sportklettern. Natürlich ganz ohne Kraft kommt man nicht weit. Trotzdem ist auch Technik und Psyche, die sind eigentlich genauso wichtig. Natürlich auch Fokussiertheit. Also wenn man am Klettern ist, dann ist man nur genau auf die Route fokussiert, nur aufs Klettern fokussiert und kann alles andere ausblenden. Man lernt sicher beim Klettern vieles, was man auch fürs Leben kann brauchen kann. Also schon nur, wenn man am Seil klettert, ist es ein Team, also so ein bisschen Teamgeist. Man ist abhängig eigentlich vom anderen. Also das stimmt schon, dass der andere, wo man raufklettert, muss der andere schon schauen, dass man gut gesichert ist, weil wenn man so hoch ist, und dann geht man runter, das ist dann also nicht so gut. Petra ist ja bei uns im Verein. Und sie hat bei uns schon als ganz kleines Mädchen angefangen. Und wir sind natürlich stolz, dass sie bei uns ihren Weg genommen hat. Petra Klingler ist eine mega coole Athletin, mega athletische Athletin. Und ich finde es mega cool, zu ihr zuzuschauen. Ja, ich glaube, ich würde schon mal so mega gut sein. Aber es dauert halt eben noch ein bisschen. Ja, sie will auch mal so mega gut sein, sagt Julie. Wie Petra Klingler, es dauert halt noch ein bisschen. Was würdest du ihr denn jetzt mit auf den Weg geben, dass sie dann eben mal dort herkommt, Weltmeisterin wird, eine Europameisterschaftsmedaille holt? Ich glaube, das Wichtigste ist, die Freude zu behalten und den Schmitz, den sie hat. Also so ein bisschen die Frechheit und so können zu klettern und das, ihren Charakter ins Klettern überbringen. Ich glaube, das, wenn sie das schafft und mit dem Herzblock kann weitermachen kann, dann bringt sie es auch weiter. Ist es dann eine Charaktersache, Walter? Bist du auch schon so von klein auf wie Petra getrieben? Oder ist das erst später gekommen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es Charaktersache ist. Ich glaube, man kann sehr viel von dem auch lernen. Und ich glaube schon, dass das auch etwas mit Trainieren zu tun hat, mit auf die Nase fliegen und dann wieder aufstehen und sagen, okay, nein, das Ziel ist richtig. Ich glaube, das ist ganz etwas Wesentliches, dass man überzeugt ist, dass das, was man macht, auch einen Sinn stiftet und nicht einfach ein Buy Low Sell High oder auch einen grossen Umsatz oder der grösste irgendetwas. Das ist nicht das, was einen motiviert, sondern es motiviert einen, etwas besser zu machen und damit einen Sinn, etwas Sinnvolles zu machen. Und das hat mich immer eigentlich getrieben. Und insofern ist es eine Lernkurve, die ich gemacht habe. Oder immer noch mache. Also ich lerne immer noch. Mhm. Reden wir noch ein bisschen darüber, über Ziel setzen. Wie setzt man denn Ziel? Was ist der Unterschied? Du machst ja ein Referat, Petra. Unterschied zwischen Wunsch und Ziel. Was sagst denn du dort? Viele sagen ja, ich möchte mal eben Weltmeisterin werden. Was macht man denn, dass man es dann auch wirklich wird? Ja, ich glaube, es ist ein weiter Weg einerseits, eben vom Wunsch bis zum Ziel zu kommen. Für mich war es wirklich, irgendwann als Athletin hat man mal von einer Nationalmannschaft gehört, dann hat man sich gewünscht, dort dabei zu sein. Dann hat man weitergearbeitet, hat so Etappenziele gehabt, wo man so gewusst hat, wenn ich das schaffe, dann bin ich einen Schritt näher zu meinem Wunsch. Und dann irgendwann ist der Wunsch geht so über in etwas Greifbares. Es wird
Vielleicht hat der Gedanke mal, ja, effektiv könnte ich das vielleicht schaffen. Und dann macht man sich Gedanken, was muss alles erreicht werden, um das grosse Ziel zu erreichen. Und so entwickelt sich der Wunsch langsam zu einem Ziel, in dem es eigentlich klar definiert. Man macht sich Gedanken dazu, was muss ich erreichen, um das grosse Ziel zu erreichen und die Zwischenziele zu setzen. Und für mich ein wichtiger Punkt war auch immer, das Niederschreiben. Also wirklich handschriftlich in eigenen Worten das Niederschreiben. Und dann ist für mich eigentlich der Punkt, wo es effektiv zum Ziel wird. Voran ist es ein schönes Gerede, sich etwas Schönes ausmalen, aber ich sage jetzt, Fantasie haben viele Leute und eben der Wunsch, aber nachher es wirklich konkret machen, das ist der schwierige Schritt. Machst du das auch? Ziel? Also gut, ihr definiert natürlich in einem Unternehmen Ziel, aber für dich selber auch, oder wie gehst du vor? Also letztlich können wir vielleicht das Bild vom Wunsch mit einer Vision vergleichen. Also letztlich fragt man sich ja, woher will ich eigentlich? Was ist das große Bild, wo man fast nicht erreichen kann, weil es so weit weg ist. Und dann tut man irgendwo die Etappen dort dann, irgendwie gemeinsam bestimmen und rennt dann diese Etappen nach. Also, ich kann ein Beispiel machen. Ich sage, wir wollen eine Welt schaffen, wo jeder seine eigene Gesundheit kann mit einem Klick selber managen. Das ist wahrscheinlich ein Ziel, wo man so gar nicht, oder eine Vision, wo man so nicht einfach umsetzen kann. Aber dorthin sich zu entwickeln, glaube ich, ist einfach sehr, sehr etwas Motivierendes und Sinnhaftes. Und ich merke auch, dass das, oder es langt ja nicht, wenn ich begeistert bin von so einer Idee, sondern es sind da ganz viele andere beteiligt. Also im Moment sind es rund eben die 1800 Leute. Klar, ist nicht der letzte, hinterletzte Logistikmitarbeiter eben so begeistert. Aber ich meine, das größere Team, das wir haben, wo in die Richtung läuft, die haben die Begeisterung auch für etwas zu brennen, wo am Schluss etwas besser wird, wie es vorne war. Aber das musst ja du transportieren. Wie machst du denn das? Wie behaltest du dann auch die Balance? Oder? Du hast ja das gleichzeitig, bist Anwalt gewesen, hast das aufgebaut. Jetzt auch, ich habe versucht, einen Telefontermin überzukommen. Ist nicht gegangen. Wie behaltest du denn die Balance, dass man nicht ausbrennt? Ja, das ist natürlich schon eine gute Frage und auch wahrscheinlich gleichzeitig schwierig zu beantworten. Die Balance, mit der habe ich eigentlich nie ein Problem gehabt. Und zwar gelingt es mir immer wieder, dann das mal wegzulegen. Das mache ich aber übrigens in meiner Ziellogik auch. Wenn jetzt kommen sieben Leute und der will das und der andere selbst, und dann sage ich, im Moment habe ich genau das. Und alles andere interessiert mich nicht. Und das kann ich aber auch so machen mit dem Beruf, dann mal weglegen. Dann lege ich es einfach weg und dann interessiert mich etwas anderes. Heisst, es braucht auch andere Interessen. Es kann nicht sein, dass man nur immer in der Arbeitswelt sich bewegt, sondern ich hole viel Freude und Motivation auch aus anderen Sachen. Jetzt leider nicht aus dem Sport, jetzt in dem Fall, sondern halt aus anderen Themen. Balance behalten. Du hast neben deinem sportlichen, wo die Weltmeisterin wurde, dann, glaube ich, angefangen zu studieren oder kurz später Sportwissenschaften plus Psychologie an der Uni Bern. Auch da, wie bringst du denn das aneinander vorbei? Ja, also da kann ich mich nur anschliessen. Für mich war es immer sehr wichtig, neben dem Sport noch etwas anderes zu haben, etwas, das mir eine andere Welt öffnet. Die Uni habe ich parallel gemacht zum Spitzensport, während dem Weltmeistertitel eigentlich, also gerade in diesem Jahr selber. Und es war für mich extrem wertvoll gewesen, einerseits für ein soziales Umfeld, mit Leuten zusammen zu sein, die null und nichts mit Klettern am Hut haben, wo ich über ganz andere Sachen, über andere Probleme habe können diskutieren und so können abschalten. Gleichzeitig haben mir Prüfungen, Noten ein anderes Ziel gegeben. Wenn es im Sport nicht so gelaufen ist, konnte ich mich aber auch über eine gute Note freuen und konnte dort daran arbeiten und ein Ziel haben. Ich glaube, dort eine Balance zu finden, das war für mich sehr wichtig. Für beides Platz zu schaffen, war wichtig. Ja, und eben vor allem der soziale Aspekt auch andere Leute ist wertvoll. Und neben all dem, klar, ist auch Familie, Freunde, sonstige Hobbys und gewisse der Lerngeist oder der Lernwille
für das Leben ist es sehr wichtig, dass man einfach wach und gewitzt bleibt. Wie geht man denn um mit Rückschlägen, Walter? Du bist im Moment in einer schwierigen Situation, du bist vor Gericht und zwar wird darüber gestritten, wie der Online-Versand, wie man mit dem umgeht, dem Online-Versand von rezeptpflichtigen Medikamenten. Jetzt du kannst dich, darfst dich nicht äußern, weil der Prozess der wird im März abgeschlossen sein. Trotzdem, wie geht man mit so etwas um, jetzt rein gefühlsmässig? Gut, also ich meine, ich habe mir etwas auf die Fahne geschrieben, das von vornherein nicht einfach war. Nämlich im Gesundheitswesen etwas verändern und dann noch spezifisch im Apothekenwesen, wo die ganzen Prozesse über Jahrhunderte tradiert sind. Das heutige System geht letztlich zurück auf das berühmte Edikt von Salerno aus 1240. Ich meine, das klingt absurd, aber das ist wirklich so. Und da braucht es enorm viel Energie, um so etwas zu verändern. Und die Energie reicht leider nicht. Man muss auch kampfbereit sein. Man muss bereit sein zu kämpfen. Wir haben ja unendlich viele Prozesse geführt. Beziehungsweise nicht wir gegen die anderen, sondern die anderen gegen uns. Und das ist ja auch in diesem speziellen Fall so. Und da muss man bereit sein, halt einfach sich mit dem auseinanderzusetzen. Und darf sich nicht schade sein, dass man halt auch am Schluss mal auf einer Anklagebank sitzt. Auch wenn das nicht besonders angenehm ist. Das gebe ich jetzt gerne zu. Aber man findet Möglichkeiten, um wie gehst du rauskommen wieder? Wo holst du Kraft, Energie oder wie verarbeitest du dann Niederlagen oder Rückschläge? Ja, ich glaube, einerseits ist schon mal sehr wichtig, finde ich, dass man lernt, mit unangenehmen Situationen zu schlagen, sich lernen, wohlzufühlen in unangenehmen Situationen. Und dann kann man das Ganze, glaube ich, auch ein bisschen objektiver anschauen. Also man darf vor allem im Sport Niederlagen sicher nicht persönlich nehmen. Man darf es nicht auf sich selber, auf seine Kappe schreiben. Ich selber musste extrem lernen, dass man schlechte Tage haben darf. Dass das nur menschlich ist, dass nicht alles immer kontrollierbar ist, nicht alles immer planbar ist. Für mich etwas, was sehr essentiell war, ist ein Büchlein, das ich angefangen habe, wo ich immer meine Training aufgeschrieben habe. Jedes Training wirklich notiert und auch hier wieder handschriftlich. Das ist so für mich einfach dann glaubwürdiger. Und dort in den wichtigen Training habe ich mir auch immer Notizen gemacht, was habe ich gelernt in diesem Training und was habe ich gut gemacht. Im Vergleich zu vielen sage ich immer, ich schreibe mir nicht auf, was schlecht war, sondern ich schaue wirklich auf die positiven Sachen und was kann ich verbessern. Und wenn ich nervös bin, zum Beispiel auch vor einem Wettkampf, wo das Selbstzweifel habe, dann kann ich das Büchlein nehmen, kann eine Woche, zwei zurückblättern und dort steht vielleicht super guter Trainingstag, ich bin fit, es kommt alles gut. Und rein logisch weiss ich dann, innerhalb von einer Woche kann meine Fitness noch verloren gegangen sein. Und das gibt mir nachher wieder den Halt, den ich brauche für den Wettkampf, das Selbstvertrauen kann wieder aufbauen, zuversichtlich sein. Und gleichzeitig auch da nachher natürlich auch ein Trainer, der einem halt dann sagt, mal, es stimmt alles, man hat Vertrauen. Aber man muss auch ehrlich sein zu sich selber und halt auch sagen, wenn ich nicht fit bin, dass man sich das eingesteht, ich bin nicht fit. Man muss schauen, was hätte man besser machen können und davon lernen dann. Also immer das Positive für ein Selbstvertrauen, Walter. Grosses Selbstvertrauen? Oder zweifelst du manchmal auch an dir? Nein, ich zweifle schon auch. Aber eben, das ist jetzt etwas, wo ich überzeugt bin, das kann man wirklich lernen, das Selbstvertrauen. Und Vertrauen ist ja, das sagt ja schon das Wort, man vertraut erst, nachdem das Vertrauen geschaffen worden ist. Und das Gleiche passiert ja mit einem selber auch. Und für mich heisst das nichts anderes, wie auf einen speziellen Moment, wo man dann so eben das Selbstvertrauen braucht, da muss man sich gut vorbereiten, das muss man total durchdringen und verstehen. Und nachher kann man es. Und dann lernt man es auch, oder? Und das zweite Mal habe ich dann, ja, ich kann es ja eigentlich. Also ich glaube, das hat mit dem zu tun, dass man das einfach über Zeit lernt. Und ich meine, ich habe früher noch als Anwalt auch das erste Mal, als ich an einem Gericht gestanden bin und da musste plädieren, habe ich das schrecklich gefunden. Und dann lernt man das und irgendwann kann man das machen. Und dann hat man das Selbstvertrauen. Und natürlich die Leidenschaft und die Freude, die man auch bei euch beiden spürt,
jetzt auch aus diesen Worten. Und grosse Freude, das vermittelt jetzt auch unsere nächsten Gäste. Und zwar sind wir bei der Rubrik Achtung, fertig, Kamera. Da begrüße ich ganz herzlich den Adam Götz, Cheftrainer vom Trampolin im Zürcher Regionalverband, im Kantonal Zürcher Turnverband. Trampolin, Turnen, Höhenflüge. Ihr zeigt uns jetzt, was ihr drauf habt. Und ich sage, Achtung, fertig, Kamera. Ja, herzlichen Dank. Heute haben wir drei Nachwuchsathleten mitgebracht. Unter anderem den Bohn Stocker, den wir jetzt hier sehen. Wir zeigen euch einen kleinen Ausschnitt aus dem Wettkampfprogramm. Unter anderem ist der Bohn in der Kategorie U15 nächstes Jahr am Start. Als nächstes haben wir den Nicolas Stahl vom STV Winterthur. Er ist ein Quereinsteiger aus dem Verein, aus dem Trampolinverein. Und er tut seit 2,5 Jahren bei uns und wird nächstes Jahr in der Juniors-Kategorie starten. Und je höher die Kategorie ist, je älter man ist, desto anspruchsvoller werden die Sachen. Unter anderem zeigt uns Nicola jetzt ein Doppelsalto mit 2 Schrauben. Wahnsinn, was ist der Trainingsaufwand da für... Der Trainingsaufwand steigt natürlich, je besser man ist und je älter man wird. Und im Moment trainieren diese drei Athleten, die ich mitgebracht habe, zwischen 15 und 18 Stunden die Woche. Was noch natürlich hinzukommt, ist der ganze Pendelverkehr. Also der Trainingsort ist meistens nicht direkt vor der Haustür. Es kommt noch hinzu, dass sie teilweise eine ganz normale Schule besuchen. Die Physiotherapie, der Massagetermin, der Mentaltrainer, das sind alles zusätzliche Termine und alles zusätzliche Aufwand, die diese Athleten noch zusätzlich betreiben. Mhm. Sie ist jetzt gerade an der Matur, oder? Sie schließt Matur ab im nächsten Sommer. Ja, das ist eine noch größere Herausforderung, das alles getimt hinzubekommen, weil eine Matur wartet nicht auf die Schweizer Meisterschaft und die Schweizer Meisterschaft wartet natürlich auch nicht andersrum. Ja. Ja. Wie lange geht es, bis man, sie ist schon 13, macht so etwas, wie lange geht es dann, bis man so etwas beherrscht? Also wir versuchen unseren Trainingsaufbau methodisch, systematisch, zielgerichtet aufzubauen, damit wir auf dem Wettkampfplatz präsentieren können und je nachdem dauert der Aufbau. Jetzt beim Nicola, der turnt jetzt seit 7 Jahren Trampolinturnen und seit 2 Jahren ist er bei uns. Und die Larissa hat 2013 bei uns angefangen und ja, ist schon 7 Jahre dabei. Mhm. Sie zeigt uns jetzt noch ganz einen verrückten Sprung. He? Ja, die Larissa bereitet sich vor, in die höchste Kategorie zu starten. Und dafür braucht sie natürlich recht schwierige Sprünge. Unter anderem ist es standardmäßig so, dass man einen Dreifachsalto zeigt mit halber Drehung. Mhm. Achtung, jetzt könnt ihr mitzählen. Pups! Jawohl! Super! Ja, merci vielmals. Ihr seid im Regionalzentrum im Bounce Lab in Rüti, oder? Das ist natürlich optimal dort. Ja, das ist eine super Kooperation. Wunderbar. Danke euch vielmals, dass ihr da gewesen seid, dass ihr euch freigenommen habt von der Schule. Und ihr kommt ebenfalls Scheck über. Einmal 500 Franken von Viking Sports und einmal 500 Franken von Hummel überbracht wird. Das auch von Herrn Götz, Andreas Götz von die Mobiliar. Danke vielmals, wunderbar sind ihr da. Danke vielmals. Dankeschön, alles Gute euch auch. Danke, dass ihr da gewesen seid. Und ja, Walter. So mal, das Bounce Lab in Rüti ist total cool. Auch mal etwas ausprobieren. Ich habe am Anfang gesagt, ich sehe leider nicht so wahnsinnig sportlich. Ich bin allerdings fit, da muss ich sagen. Ich mache am Morgen meine Übungen, also Liegestütze und solche Sachen und fühle mich fit. Aber ich bin einfach kein Sportler. Ich habe schon als Kind komischerweise mit Bell Reissproblem gehabt. Wir haben einfach andere Sachen gut gefunden. Und Kultur, gell? Du bist extrem. Architektur, Kultur. Mich interessiert sehr Architektur, Baugeschichte interessiert mich sehr. Ich habe ein Flair für Gotik, warum, keine Ahnung. Ich finde die Gegensätzlichkeiten so gut und ich finde, aus diesen Gegensätzen kann man sehr viel nehmen oder lernen. Oder für mich ist es jetzt einfach das, wo ich meine Motivation daraus ziehen kann. Ich habe aber auch sehr gerne Musik und... Aber eben nicht so Musik, die man erwarten würde, sondern ich habe gerne russische Opern zum Beispiel und eher seltsame Sachen. Ja, Oper ist nicht so seltsam. Ja, Oper ist etwas für dich, kennst du das? Bist du schon mal im Opernhaus in Zürich? Ja, also ist auch mir ein grosser Begriff. Vor allem, ich war auch selber in der Kunst- und Sportschule in Zürich und da haben wir natürlich das Ballett oder Balletttänzerinnen gehabt. Und für mich war das immer wahnsinnig, ihnen zuschauen zu gehen im Opernhaus. Und ich finde das faszinierend, wie die herumtanzen können und
Ja, auch. Also singen ist gar nicht meins. Also ich staune jeden, der einen klaren Ton rausbringt. Darum, ich finde das alles extrem beeindruckend. Jetzt, was sind deine nächsten Ziele? Also Olympia steht dann vor der Tür, Tokio im Juli, August, respektive im Juli. Ihr seid im Juli da, Paralympics sind ein bisschen später. Wie ist der Weg? Ja, die Situation momentan ist nicht ganz einfach einzuschätzen. Wir haben jetzt noch keinen Saisonplan bekommen. Wir wissen noch nicht genau, wie es mit den Wettkämpfen nächstes Jahr aussieht. Ich hoffe das Beste. Aber das Allererste ist jetzt mal wieder ganz gesund werden, wieder einen guten Aufbau zu machen, Weihnachten geniessen mit der Familie. Und im Januar ist dann eigentlich für mich wieder der Startschuss, wirklich mit Ziel ganz klar Olympia, dort hinzuarbeiten. Und dann so ein kleines Herz. Wettkampf in Meiringen, wo der Weltcup hoffentlich stattfinden kann. Wo einfach immer schön ist, so ein Heimweltcup zu starten und natürlich da auch topfit sein. Also wir wünschen dir alles Gute. Ganz kurz, Walter, deine nächsten Pläne. Wir stehen vor einem gigantischen Jahr. In Deutschland wird das elektronische Rezept eingeführt, und zwar verpflichtend als Folge von der Corona-Krise letztlich. Und es ist klar, dass das elektronische Rezept den Online-Versand befördern wird. Und insofern ist das der ganz grosse Fokus vom nächsten Jahr. Wir wünschen auch dir alles Gute. Danke vielmals, sind ihr da gewesen. Schöne Adventstage, schöne Weihnachten. Das wünsche ich euch daheim auch. Bleibt gesund. Noch schnell zu den nächsten Gästen. Und zwar im Januar, am 11. Januar, ist bei uns zu Gast Julia Steingruber, die fünffache Europameisterin im Kunstturnen, und der Rolf Sondrecker, CEO von der Kistler Gruppe. Wir freuen uns auf die Sendung im Januar. Nochmal alles Gute. Danke, sind ihr dabei gewesen. Tschüss zusammen. Sportdates ist präsentiert worden von der Mobiliar, Karl Erb AG, Hasler Profi Center und einem starken Wirtschaftsteam aus der Region Winterthur.